Hi Leute, ich bin heute wieder da mit einem kleinen Tauschpaket und ich habe heute auch wieder Hilfe von der Vivian. Hi. Und das Paket kommt von der Nicole aus der aus Facebook. Ist das? Da hat sie mir so einen kleinen Karton geschickt. Wir tauschen, weil sie so eine schönen Sticker bekommen hat im, ich glaube, Real. Und ich fand die so niedlich. Ja, und dann haben wir mal gesagt, wir machen ein kleines Tauschpäckchen. Ich habe das jetzt schon aufgemacht. Die Sticker werde ich mir auch noch abmachen. Ich finde die niedlich. Ich habe sie zwar schon, aber ist ja egal. Machen wir mal auf. Und dann könnt ihr einmal kurz einen Blick erhaschen. Und dann nimm es raus. So, und jetzt machen wir dann eins nach dem anderen wieder auf. Und da haben wir erstmal gleich ein paar süße Sticker. Sweet. Voll niedlich. Vor allem hier der Wowi ist total süß. Auch der Panda. Ich glaube, ich habe mir die heute gekauft. Ich glaube, ja. Die sind schon mal voll niedlich. Dann haben wir eine Tüte mit Perlen. Diese Strasssteinchenperlen. Die sind voll hübsch. Habe ich auch schon ein paar von, aber nicht in den Farben. Also jedenfalls nicht in weiß, glaube ich. Die anderen Farben habe ich. So ein paar. Dann haben wir noch mal ein Säckchen. Und das sind... Was sind das? Oh, auch Perlen. Das sind coole Perlen. Die sehen so ein bisschen aus wie so eine Smarties so. Ja, habe ich auch eben gedacht. So Smarties so. Die sind cool. Die habe ich auch noch nie gesehen. Ah, wie cool. Du hast die Love-Form. Ich will unbedingt diese Love-Form haben. Das ist das O. Cool, danke. Das forme ich mir ab. Das finde ich ja mal mega. Die wollte ich mir schon immer kaufen, die Form. Werde ich auch noch. Glaube ich. Dann haben wir zwei Silikonformen. Und zwar einmal hier so eine Blume. Ich habe Blume wie auch Herz. Aber das ist völlig egal. Man kann ja nie genug haben. Finde ich. Dann haben wir Glitzer. Mega. Einmal hier so ein Blau. Ich glitzer jetzt schon. Dann so ein, ja, so Violett. Das glitzert alles raus hier aus der Dose. Die sind schon mal voll schön. Und dann haben wir noch zwei kleinere. Und zwar so ein Rot. Und ein Silber. Die finde ich auch schön. Kann man ja auch, wie gesagt, nie genug haben. Also Glitzer immer. Dann haben wir hier so einen Acrylapfel. Die habe ich nicht. Also passt ganz gut. Und hier sind zweimal so Strasssteinchen drin. Einmal in bunt und einmal in gold. Könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen. Die sind auch voll schön. So, dann haben wir ein kleines Päckchen. Ja, ein Päckchen. Ich habe die Post noch gar nicht geöffnet. Ist das überhaupt Post? Nee, ist keine Post. Gut. Machen wir später. Auch eben schon. Packen wir das einfach mal aus. Muss ich euch mal kurz zeigen. Hier, da steht drauf. Hier, Kitty, Kitty. Das ist das, wieso wir getauscht haben. Oh. Oh, das Selbstgemachte. Das hast du ja gar nicht. Das stand ja gar nicht drauf, selbstgemacht. Da haben wir ein Wesern-Teil. Schön weihnachtlich. Cool, danke schön. Dann haben wir nochmal so ein kleines Päckchen. Warte, ich fühle jetzt erstmal. Das machen wir später auf. Da ist nämlich wieder eins drin. Füllen wir das. Dann haben wir
dieses Päckchen. Ich halte das mal andersrum. Das ist ganz weich. Ich glaube, das sind Federn. Das könnten jedenfalls Federn sein. Ich mag auch keine Schere nutzen heute. Ich weiß nicht wieso. Entschuldigung. Mal wieder gegen gekommen. Das passiert immer in diesem. Cool, so eine Folie. Du bist ja mega. Das ist diese. Ich muss mal aufmachen. Dieses Folienzeug, das Irisierende. Das sieht mega aus. Das seht ihr jetzt so gar nicht so richtig. Das ist so eine Folie als Streifen, die irisierend ist. Ich finde das so cool. Die kann man auch super eingießen. Das muss ich unbedingt testen. Dankeschön. Dann haben wir hier nochmal so eins. Also ein größeres. Mein Hund kratzt gerade an der Tür, falls ihr das hören solltet. Der möchte schon wieder rein. Oh! Das ist ja süß. Eine Deko-Klammer. Die hätte ich, glaube ich, auch mal. Die ist schick. Die gefällt mir. Dann haben wir jetzt erstmal den Umschlag. Den öffne ich dann auch mal. Dann können wir auch mal die Sticker angucken. Ja! Hello Kitty! Und zwar haben wir deswegen getauscht. Die sind so niedlich und sie hat die so günstig bekommen. Und da wollte ich unbedingt auch ein paar haben. Ich finde die so knuffig. Ich muss unbedingt wieder gießen. Ich glaube, das mache ich morgen gleich. Ich habe hier morgen Zeit. Das sind dann die beiden. Und dann haben wir als letztes noch ein kleines Päckchen. Das macht die Vivi nochmal auf. Yay. Dann haben wir ein ganz schnelles Video heute. Oha. Yay. Oh, wie geil. Oh, mit Totenkopf. Cool. Ich hol mal raus. Ja. Oh. Oh. Das ist ja süß gemacht. So mit so einem Bändchen in der Gliederkette. Das ist ja immer cool. Und der Sticker ist voll mega geil. Ja. Und die Farbe. Ja, also. Hammer. Ja. Sag mal hinten. Dann weiß. Cool. Das ist mega schön. Das würde ich mir auf jeden Fall an meine Magnetwand hängen. Falls ich noch Magneten frei habe. Ich brauche unbedingt neue Magnete. Ja, cool. Du kannst ja Magnete tauschen. Ich habe deins auch schon soweit fertig gepackt. Bevor ich muss gucken, ob das soweit reicht. Ich werde das die Tage auf jeden Fall losschicken. Ich denke mal, spätestens Freitag schicke ich los. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich lade das Video ja gleich hoch. Und dann wollte ich euch noch erstmal was zeigen. Und zwar habe ich hier mit Embossing-Puder so ein Teilchen emailliert. Weil die Spanier hat ja gezeigt in ihren Videos dieses Emaillieren mit dem Evco-Ofen. Ich fand das so cool. Und dann haben wir in der Gruppe diskutiert, ob vielleicht auch Embossing-Puder geht fürs Emaillieren. Und das habe ich einfach mal getestet. Ja, und ihr seht das Ergebnis. Also schlecht finde ich es nicht. Also ich werde es definitiv gebrauchen können. Aber ich werde mir definitiv das Emaillierpulver holen und werde das auch anfangen. Ich fand das so cool. Dann seht ihr davon auch demnächst was. Ja. Dann würde ich nochmal sagen, liebe Nicole, Dankeschön für die ganzen schönen Sachen. Vor allem hier für das Teil. Ich finde das so mega cool. Und das hier und das und ja, eigentlich alles. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.